Herzlich willkommen zur nächsten Minecraft-Folge. Wir sind mal wieder in meiner Base zurück und wir starten sozusagen in einen neuen Aufnahme- bzw. Streaming-Tag. Heute ist übrigens Sonntag, der 10.11. Ich weiß nicht genau, wann ihr die Folge sehen wird, aber nur damit ihr das zeitlich einordnet. Wir sind wieder im Lager. Das ist das, was ihr vom letzten Mal noch kennt. Letztes Mal hab ich ja diese Trading-Station gebaut. Ich habe jetzt auch hier oben angefangen schon den ersten Bibliothekar nochmal reinzustellen. Ihr seht, das wird jetzt noch die Reihe durchgehen. Da ist also noch ein bisschen Platz, soll auch noch ein paar Sachen kommen. Kartografen, noch weitere Pfeilmacher, noch ein paar Verzauberungen, da ist noch ein bisschen Platz. Aber das soll es dann auch gewesen sein. Also noch größer wird sie dann auf keinen Fall. Das soll erstmal reichen. Heute ist der Plan, zwei Sachen. Einmal heute Nachmittag, jetzt kommt so eine kleine Aufnahmesession, wir sind nicht live, möchte ich einmal mein Lager bauen. Ich hatte überlegt, dass das hier, was hier ist, lange nicht mehr ausreicht. Und irgendwie würde ich gerne meine Base erstmal so ein bisschen sicherer gestalten und diesen Platz hier auf der Wiese für andere Sachen irgendwie aufzubrauchen. Ich weiß noch nicht für was, aber wir können den dann hier noch, wie gesagt, wir haben ja die Tiere hier noch stehen. Man könnte tierisch noch Felder größer machen, aber erstmal, das kann auch erstmal alles hier bleiben, so ein bisschen als Werkstatt das zu lassen. Netator steht ja auch noch hier. Aber ich würde gerne Kisten hier reinbringen. Und da habe ich mir Folgendes überlegt. Wir können ja diesen, oder ich kann ja diesen Eingang in die Mine auch nutzen für den Eingang in Lager. Wir sind nicht weit weg von den Händlern. Die sind relativ nah dran. Wir haben alles in der Nachbarn Reichweite und eigentlich ist es auch prädestiniert hier in diesem, ich sag mal, aztekischen Tuff-Stil hier unten auch noch so ein kleines Lager reinzubauen. Ich mag die neuen Tuffblöcke wirklich sehr, sehr gern. Ich habe mir hier auch schon so Treppen gebaut. Ich hatte jetzt nur überlegt, wie wir es genau machen. Ich müsste wahrscheinlich hier die obere Stufe nochmal rausreißen. Also wir müssten das Ganze nochmal größer machen. Und zumindest bis auf die Lagerebene schon mal so ein bisschen mit Treppen machen. Weil hier immer hochspringen ist super nervig. Ich würde auch gerne das lassen, dass hier die erste Treppenstufe ist. Das heißt, wir müssen jetzt das Ganze nochmal ein bisschen anders gestalten. Und dann bauen wir auf jeden Fall, der Plan ist, das auf die gleiche Länge so zu machen wie hier. Links und rechts Kistenbereiche. Einmal so Baumaterial vielleicht auf der linken Seite, auf der rechten so Items und sonstigen Kram. Also links alles, was man zum Bauen braucht. So rechts eher Erze, Items und was man jetzt nicht unbedingt zum Bauen verwendet. Unbedingt. Und dann auf diesen beiden Seiten auch jeweils auf der Rückseite so eine kleine beleuchtete Farm zu machen. Auf der einen Seite gerne Bambus, den muss ich mir noch irgendwann mal holen. Da gibt es aber einige, die den auf dem Server, die den schon haben. Und auf der anderen Seite Zuckerrohr. Und dadurch, dass wir jetzt auch diesen normalen Autocrafter haben, könnte ich jetzt auch hier das mal mit diesem Autocrafter machen, dass wir auf der einen Seite direkt Sticks herstellen, um die halt zu traden, und auf der anderen Seite direkt Papier. So spare ich mir ehrlicherweise das Zuckerrohr anpflanzen, das manuelle Abholzen und das Zuckerrohr anpflanzen, dann kann diese ganze Plantage nämlich weg. Und auf der anderen Seite spare ich mir auch immer dieses mit den Fichten anpflanzen. Dann habe ich automatisch Sticks einfach. Dann habe ich einfach eine Stick-Produktmaschine, kann mir dann irgendwie noch einen zweiten Pfeilmacher machen, der mir dann nochmal Sticks antradet und so weiter. Das hat auf jeden Fall einen relativ großen Vorteil. So, das ist so ein bisschen der Plan: Lager bauen, Lager einrichten, bisschen hübsch machen. Wir werden wahrscheinlich auch Untergrund das so ein bisschen mit diesen Akazienstufen machen, also Tuffsäulen vielleicht machen. Mal gucken, in welchem Stil. Ich werde vielleicht auch mal diesen glatten Tuff hier ausprobieren. Den haben wir hier oben schon. Den habe ich mir jetzt auch wieder die Treppenstufen gemacht. Ich gucke mir mal an, was so blockmäßig zusammenpasst gut. Und dann wird das eine runde Sache gemacht, ne? So, ich müsste jetzt mal überlegen, wie hoch will ich denn mein Lager machen? Ich möchte es jetzt nicht zu groß machen. Es soll jetzt ja auch kein riesiges Lager sein, im Sinne von, wir wollen jetzt 50 Kisten übereinander stapeln. Ich würde mal sagen, von der Höhe maximal 3 Kisten übereinander. Und dann die vielleicht einigermaßen querstellen, dass wir ein bisschen mehr Platz und Raum haben dafür. Und an die Querseiten kann man dann auch wieder Schilder machen, was ich eigentlich ganz nett. Nicht Schilder machen, hier Rahmen machen. Die man noch ein bisschen schön gestalten kann. Das heißt, wir brauchen plus Boden, plus Decke, die reingezogen werden soll. 4 Platz oben, das heißt, die Höhe des Raums muss 4 sein, Decke 5. Und der Boden ist egal, den kann ich dann herausräumen. So, und wenn das jetzt hier Decke, oder mal auf der Höhe, nee, auf der Höhe kann keine Decke sein, weil hier stehen die Villager drauf. Das wäre schlecht, dann fallen die mir alle ins Lager runter, wenn ich den Dings abbaue. Das heißt hier,
Hier ist die Höhe. 1, 2, 3. Ja, wir können das aber auch so machen. Ach so. Ah, eigentlich möchte ich das schon hier machen, aber wie soll ich denn die Villager hier retten? Ne, das funktioniert nicht. Das funktioniert gar nicht. So, wenn hier die Wand noch ist, hier kann die Wand vom Lager sein, dann fangen wir hier an. So, ich habe jetzt hier mal an dieser Stelle angefangen, hier reinzugraben und bin jetzt ein bisschen am Überlegen, wie wir es jetzt genau machen. Also diese Wand hier ist ausgeschlossen, weil die Villager hier draufstehen. Das heißt, wir können diese Wandelemente hier nicht wegmachen. Jetzt habe ich überlegt, es ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, wenn hier weiterhin Stein 1 ist. Wir können ja die Decke und auch den Boden verzieren. Wir können auch theoretisch hier Säulen hinmachen, die noch einigermaßen schick aussehen. Die kann übrigens hier bleiben. Und dann wird das am Ende auch noch relativ gut aussehen. Jetzt ist nur die Frage, wie ordnen wir jetzt die Kisten an? Ich möchte jetzt eigentlich nicht so viel Platz verschwenden und eigentlich möchte ich es auch nicht so riesengroß machen. Deswegen hatte ich jetzt überlegt, wenn wir jetzt hier, ich meine, wenn jetzt hier drei Kisten hoch sind, könnten wir also zweimal drei Kisten machen, sind sechs Kisten. Und dann nochmal zweimal drei Kisten. Sind halt irgendwie 12 Kisten auf einer Seite und auf der anderen Seite auch nochmal 12 Kisten, sind 24 Kisten. Das ist schon eine ganze Menge. Ich möchte es jetzt aber auch nicht zu lang ziehen, weil ich das Ganze einfach erstmal klein und gemütlich halten will. Also, wenn ich jetzt. Der Raum soll jetzt auch nicht zu tief werden. Soll schon eine gewisse Geräumigkeit haben. Ich denke mal, einen müssen wir auf jeden Fall noch weiter rausgehen. Wie gesagt, dann soll auf der anderen Seite ja noch die Farm rein und die müssen ja eigentlich auch ein bisschen Platz haben, damit sich das auch ein bisschen lohnt. Würde ich das jetzt vielleicht so machen. Wie weit geht Wasser denn? Wir müssen. Oder wir machen das mit einem Minecart. Das müssen wir uns noch überlegen. Wie das Ganze dann hier abtransportiert wird. In der Farm. Geht mit einem Minecart, können wir aber auch mit Wasserströmen machen. Ist alles möglich. So, also hier jetzt die Möglichkeit wäre dieses typische Dingskiste, Säule, Kiste. Dings finde ich halt nicht so schön, weil es sehr bullig aussieht. Ich würde halt fast hier noch eine Kiste daneben stellen. Aber dann ist es fast zu lang, wenn man das jetzt durchzieht. Ich baue erstmal weiter und dann gebe ich euch dann demnächst gleich den nächsten Zwischenstand. Überlegung ist tatsächlich noch, wie weit können wir überhaupt hier hingehen? Also praktisch, wie weit ist denn diese Anlage hier, beziehungsweise wann kommt das Wasser? Also Säule, Kiste, 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 Säule, Kiste, 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 Säule. Geht auf jeden Fall. Das würde auf jeden Fall genau unter die Trading Station passen. Ich würde fast sagen, wir machen das so. Also hier Kiste, 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 nochmal Kiste. So. Und dann wieder Säule. Dann ist es auch nicht zu groß. Ich hatte ein bisschen Angst, dass das ein bisschen zu groß wirkt. Das geht aber. Und es soll jetzt auch nicht das größte Lager werden, aber wir brauchen auch für die Starterbase dann später Platz. Ja, ich denke, das kann man machen. Also hier die Säulen hin. Hier die Kisten hin. Und dann dürften wir auch hier eigentlich eine nette Farm noch hinbekommen. Wir haben ja nur auf dieser Seite Lagerplatz. Noch ein paar Öfen hin und so weiter. Wie weit gehen wir jetzt hier raus auf dieser Strecke? Vielleicht noch eine weiter. Ich würde den Raum nicht zu groß machen. Aber soll jetzt auch nicht zu klein wirken. So, das ist mir jetzt fast ein bisschen eng. Ich würde sagen, die Breite finde ich angenehm. So, dann nehmen wir das hier einmal komplett raus. Ich werde nochmal ein bisschen Stein 1 abbauen, weil wir das nochmal brauchen werden hier. Also diesen Greenstone. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich nicht drum herum kommen, meine Mine nochmal neu anzulegen. Ja, so ist doch gut. Der Abstand finde ich, den finde ich gut. So, dann können wir mal hier noch eine Fackel machen. Wir können da eine Fackel an die Wand machen. Dann ist es hier auch gleich nochmal heller. Dann glaube ich, brauchen wir die hier nicht. So. Okay. Also hier, dann kommt hier die Farm rein. Dann machen wir schön Glasscheiben davor.
Das wird ganz interessant sein. Und auf der Breite haben wir, glaube ich, auch eine gute Bambus- beziehungsweise dann auch hinzufahren. Muss jetzt auch nichts Großes sein. Nur, dass man immer mal wieder ein paar Sticks und sowas traden kann, reicht dann vollkommen aus. So, dann auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Und wenn wir damit fertig sind oder ich damit ausgehoben habe, melde ich mich auf jeden Fall nochmal für den Zwischenstand zurück. So, das Lager ist erstmal soweit ausgehoben. Ihr seht, wir haben jetzt hier auf beiden Seiten jeweils so Viererboxen frei. Das sollten dann auf jeden Fall genug Kisten sein für ein erstmaliges Lager. Wir haben auf der Rückseite hier beides frei und ich habe hier noch freigelassen in der Mitte. Das werde ich mir hier schon mal markieren, dass wir das auf jeden Fall freilassen für die Mine dann, die dann auf jeden Fall noch kommen wird. Dass wir sozusagen hier weiter in unsere Mine gehen können und die auch mit angeschlossen ist. Jetzt ist die nächste Frage, wie wollen wir das Ganze einrichten? Also auf der Seite haben wir ein Problem. Und zwar, ich glaube an diesen Stellen hier. Ich muss noch mal gucken, wie das hier ist. Ihr seht das hier selbst da. Hier unter. An den Stellen sitzen tatsächlich Villager. So, und die können wir natürlich schlecht. Entschuldigung, die können wir natürlich schlecht jetzt noch einen Block nach unten bringen. Bedeutet, da können wir eigentlich nicht viel machen. Jetzt sitzen die Kisten davor und wir können hier aber oben irgendwelche Steinstufen zum Beispiel dran machen. Zum Beispiel hier von diesen Dingern hier. Sodass wir das hier oben auch gar nicht mehr sehen. So, die Kisten sitzen dann drunter. An denen sind eh die Blöcke. Das heißt, das müssen wir gar nicht groß verändern. Das passt also. Und darunter, die Wand, können wir dann aber doch nochmal schöner gestalten, sodass wir letztendlich alle Blöcke, die sichtbar sind, auf jeden Fall schick machen können. Ich würde jetzt mal mit euch irgendwie ein so ein Segment testen. Dazu würde ich jetzt erstmal ein paar Kisten machen und dann mal gucken, was wir machen. Also ich würde gerne in diesem Tuff-artigen Akazienstil bleiben. Ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt genau noch an Tuff da habe, aber ich gucke mal, dass ich ein bisschen was zurechtbekomme und wir vielleicht mal gucken können, wie unsere Säulen aussehen sollen. Und dass wir das Ganze ein bisschen schick machen. So, hier seht ihr mal, was denn so eine Tuffquelle mal sein kann. Ne? Hier in der Decke ist noch Tuff, hier im Boden ist noch Tuff, aber überall, wo ich jetzt hier stehe und laufe, war auch schon Tuff. Ich habe mir jetzt ein bisschen was gefarmt. Das sind jetzt ungefähr, ja, zwei Stacks. Damit können wir auf jeden Fall mal ein bisschen arbeiten und so eine grobe Form, wie es mal aussehen soll, mal machen. Und deswegen würde ich jetzt auf jeden Fall erstmal wieder hochlaufen. Grundsätzlich auch hier in meiner Mine ist noch gar nichts passiert. Ich habe hier alles noch sehr rudimentär gemacht, keine Treppen. Hauptsache erstmal nach unten gegraben. Ich musste hier immer mehrere Ecken graben. Man hat das mal in einer Folge so leicht angedeutet gesehen. Aber ihr seht, das ist alles noch sehr provisorisch. Ich werde versuchen, dann nochmal einen richtigen Zugang zu machen, der ein bisschen schicker ist, wo wir vielleicht auch wirklich nochmal ein bisschen mehr Zeit investieren. Um hier vielleicht doch nochmal eine richtige Mine anzulegen. Ich finde das eigentlich ganz cool, wie es bisher ist, aber vielleicht schaffen wir es ja nochmal, so eine richtige Mine anzulegen. Denn hier gibt es mit Höhlen, hier muss man irgendwie um die Ecke graben. Ich habe mich hier über alle möglichen Stockwerke hochgegraben. Ihr seht, das ist alles schon noch sehr beschwerlich und dann muss man hier wieder hoch und ach ja. Also ist noch nicht besonders toll, aber das wird auf jeden Fall. Okay, Tuff ist gefarmt. Der nächste Tag bricht an. Wir gucken mal. Also ich würde mal gucken, wir können ja einiges mit dem Tuff machen. Ich würde jetzt auch einfach erstmal diesen polierten Tuffstein nochmal nehmen. Wir haben auch noch diesen gemeißelten Tuffstein. Ich würde mir davon mal so 10 Stück machen. Und auch nochmal was von denen hier. Und dann werden wir mal ein bisschen rumprobieren. Also die normalen Ziegel möchte ich eigentlich nicht verwenden. Leider ist noch keine Akazie gewachsen. Ich habe jetzt auch leider nicht mehr so viel. Wow, Creeper. Lass uns den mal ein bisschen hier weglocken von unserer Farm. Auf der freien Fläche können wir den aber, glaube ich, platt machen, ohne dass was passiert. Bitte nicht explodieren. Ja, so. Schwierig. So, kurzes Intermezzo unterbrochen. Genau, also Säulentechnik ist jetzt gefragt. Und wir natürlich die Decken. Wir können aber sehr viel aus dem Stein machen. Ich musste hier ein bisschen improvisieren. Also, wenn wir hier jetzt die Säulen haben, dann gucken wir mal, was können wir denn da überhaupt machen? Also wir haben den polierten, wir haben den gemeißelten, wir haben diesen hier, diesen ganz geschisselten. Was natürlich noch dazu kommt ist, genau, und wir haben diese Treppenstufen, die ich auf jeden Fall gerne über den Kisten haben will. Also hier sind die Treppenstufen auf jeden Fall.
Wie sieht der polierte aus? Der sieht sehr einfach aus. Okay, das ist mit. Das ist auch nochmal so gemeißelt mit dem. Okay, da kann man aber was Cooles draus machen. Also der sieht dann vielleicht gar nicht mal so toll aus hier. Vielleicht können wir den hier oben als Bord unten auf jeden Fall. Und oben und in der Mitte machen wir den anderen. Ich will das so vielleicht machen. Wirkt fast ein bisschen unruhig, oder? Ich werde noch mal ein paar Kisten craften. Und wir brauchen unbedingt dieses Akazienholz. Ich melde mich gleich noch mal zurück. Okay. Mir ist aufgefallen, wir verbauen hier eigentlich gar kein Akazienholz. Wenn wir jetzt die drei Kisten übereinander stapeln, haben wir eigentlich hier nur dieses Ding, diese Akazien-Dinger. Das heißt, vielleicht, um das Ganze nicht zu steinig zu wirken, können wir entweder auf der Rückseite hier nochmal Akazienholz machen, damit das so ein bisschen Holz, so ein Holzhintergrund hat, oder wir machen das als Steindings. Ich würde jetzt mal einmal tatsächlich probieren, das so ein bisschen als Hintergrund zu machen. Also hier drunter. Denn das dürfte eigentlich keine Probleme sein für die Villager. Dass wir hier so eine Holzoptik dahinter haben, wo die Kisten dran stehen. Und dann werde ich jetzt nochmal ein paar Kisten craften. Ein bisschen Holz habe ich, glaube ich, noch da. Das sollte funktionieren, dass wir mal so irgendwie ein paar Doppelkisten hingebaut bekommen. Ich hoffe es. Ja, Holz ist echt mau, ne? Vielleicht habe ich auch zu viel versprochen. Naja, ich gucke gleich nochmal. Wir holzen mal die Fichte da hinten ab. Und dann machen wir mal ein paar Kisten. So, ich habe jetzt ein bisschen Holz besorgt. Gleichzeitig wachsen ja auch die Akazien wieder sehr schön. Und jetzt machen wir erstmal ein paar Kisten und ich gucke mir das dann nochmal in Ruhe an, wie wir die Säulen auch gleich nochmal gestalten. Dass wir auf jeden Fall schon mal so ein ganzes Segment irgendwie einmal haben. 8 Kisten. Ne, wir machen mal mehr. Ich werde nicht vergessen, die Kisten stehen ja auch nebeneinander. Und ich werde daraus jetzt einmal komplett hier Kisten machen. So. Ich finde ja ganz cool, dass das hier so ein bisschen aufgelockert ist dadurch. Ja, so können wir es machen. Und dann haben wir so einen leichten, diesen leichten orangenen dahinter. Das sieht man aber nicht wirklich, ne? Alternativ könnten wir hier oben statt dieser Treppen halt diese Akazientreppen nehmen. Ich werde nochmal Akazientreppen machen. Davon haben wir, damit haben wir ja auch schon hier in diesen den gearbeitet. Ja, finde ich fast schon ein bisschen schicker, ne? Also gefällt mir ein bisschen mehr. Wir kriegen die Kiste hier auf jeden Fall noch auf. Hat auf jeden Fall was, glaube ich. Wir könnten die auch andersrum machen, die Karte. Wir könnten auch Halbstacks oben drauf, also so Halbstufen machen. Dann sieht man aber die Wand hier hinter, die wir nicht wegmachen können. Weil hier stehen die Villager drauf. Das will ich jetzt eigentlich nicht riskieren. Von daher würde ich fast so lassen. Jetzt ist die Frage, wie machen wir die Säulen? Also ich bin immer noch nicht glücklich darüber. Wir könnten es mal andersrum probieren, ob es dann vielleicht ein bisschen weniger schlimm aussieht. Was heißt weniger schlimm? Soll ja gut aussehen. So rum. So rum hatten wir es, ne? Ja, das finde ich fast ein bisschen zu unruhig. Ich würde es mal andersrum machen. Also oben, oben und dann so. Also ich weiß nicht, ich bin von dem Geschilderten doch kein Freund. Das ist einfach zu unruhig. Ich würde es dann tatsächlich so machen, wie wir es hier unten in dem Lager hatten. Wir machen einfach wieder diesen Geschisselten. Also das hier. Den Tuff. Da rein. Ja, das sieht deutlich besser aus, ne? Also ich finde das deutlich angenehmer. Unsere Lampenfackel dran. So, ja, schaut mal. Jetzt habe ich mal sowas vorgebaut und mir gefällt es eigentlich schon ganz gut. Also der Boden ist natürlich jetzt noch nicht fertig und auch die Decke ist noch nicht komplett fertig. Alle Blöcke, die wir jetzt sehen, können wir auf jeden Fall noch rausreißen. Ich würde jetzt einmal
das in dem Spiel komplett durchziehen, dass wir diese komplette Lagerwand fertig haben. Ich mag diese Zwischensäule hier, um einfach nochmal ein bisschen mehr Licht zu generieren. Es reicht, dass hier 6 Kisten sind. Hier sind auch nochmal 6 Kisten. Das reicht vollkommen aus. Ein bisschen was an Stein, ein bisschen was für Dings. Wir müssen das jetzt nicht großindustriell machen. Schöner wäre es gewesen, hätten wir die im Querformat machen können, aber dann reicht der Platz nicht aus, um hier weiterzumachen mit dem Abgang hier für die Mine. Da muss ich mir noch mal was überlegen. Aber erstmal sollte das in dem Stil sein. Ich würde jetzt einmal die Wand komplett hier durchziehen, dass wir die Kisten überall haben. Dann würde ich tatsächlich mein Lager erstmal einräumen und dann würde ich mit dem Boden und etc. weitermachen. Das ist auf jeden Fall noch eine kleine Arbeit vor mir und wenn wir dann soweit sind, melde ich mich auf jeden Fall wieder zurück. Ich habe mir jetzt noch mal was überlegt. Ich glaube tatsächlich, dass es ganz cool aussehen könnte, wenn wir hier vor, nicht unbedingt bei den Säulen, aber nur wo die Kisten sind, so mindestens in diesem Bereich hier, das, was so sozusagen sichtbar ist, so eine Art Holzboden davor legen würden im Akazienstil, dass wir sozusagen die Kisten dann noch mal einzeln einrahmen. Dafür fehlt mir jetzt noch ein bisschen Holz. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen Holz holen und das noch mal zusätzlich so ein bisschen ausgestalten. Drumherum würde ich einen anderen Boden hinlegen. Ich denke mal irgendwas im Steinbereich. Vielleicht noch mal gucken, was gibt es an Blöcken. Da würde ich dann noch mal auf der Singleplayer-Welt gucken, was haben wir alles an polierten Sachen. Ich würde es jetzt nicht zu kompliziert machen. Sollte auf jeden Fall zum TUF passen und zum Akazienstil. Ich gucke mir das dann noch mal in Ruhe an, was dazu passt. Aber wir haben ja Gott sei Dank jetzt auch ein paar Akazien, sodass ich jetzt hier auch nochmal ein bisschen Holz farmen kann. Aber schaut mal, ich finde das eigentlich auch nochmal eine nette Sache, wenn das hier davor so ein bisschen ist. Nur in dem Bereich. Dann kommt halt nochmal so ein bisschen dieser Stil raus und wir können dann hier gucken, was wir auf dem Boden machen. Vielleicht auf jeden Fall hier an diesen Stellen nochmal diesen geschisselten. Oder diesen polierten Tuff. Ob das jetzt hier überall sein muss, weiß ich jetzt nicht. Ich mag den Boden schon ganz gerne, aber vielleicht finden wir da jetzt gleich nochmal was anderes, was wir dazu machen können. Ja. Soweit. So, ich musste jetzt nochmal kurz einen der Villager einfangen. Weil mir dann doch mal Missgeschick passiert ist. So, die Vorbereitung für das Lager ist eigentlich erstmal fertig. Also wie gesagt, ich finde das jetzt erstmal völlig okay. Ich würde jetzt nochmal im Singleplayer schauen, wie ich hier den Boden am besten gestalte. Also was mit dem Akazienholz und dem Ding ist ganz gut harmoniert. Ich könnte mir vorstellen, so ein Andesitboden vielleicht oder sowas. Das sieht eigentlich auch mal ganz nett aus. Ist ein bisschen dunkler von der Form her. Könnte auch vielleicht für die Ecken schon passen, dass wir das nehmen. Das schaue ich mir jetzt nochmal an. Und dann müssen wir noch die restlichen Kisten craften. Und dann ist das Lager erstmal soweit fertig, den Boden. Und dann müssen wir halt nochmal die Decke. Dann muss ich mir halt nochmal Gedanken um die Decke machen. Das kriege ich auch nochmal hin. Und dann ist das doch eigentlich schon fertig. Im Großen und Ganzen. Also, ich melde mich dann auf jeden Fall nochmal zurück. So, ich habe jetzt mich nochmal ein bisschen im Singleplayer angeschaut, was man so als Steinsachen nehmen kann. Und ich hatte ein paar Sachen ausprobiert. Ich habe hier auch nochmal hier, weil ich das nochmal in der Höhle sehen wollte, das konnte ich jetzt nicht simulieren, nochmal den Unterschied so zwischen diesem polierten Andesit und auch dem Tuffstein genommen. Und man sieht schon, wenn man das mal nebeneinander hält, der Andesit ist sogar noch ein bisschen heller als der Tuffstein und finde ich, gibt mir zu wenig Kontrast. Dann habe ich probiert, was haben wir noch? Wir haben noch Basalt, da gibt es aber leider den habe ich schon wieder ins Inventar gepackt, nur so einen gemeißelten, der hat leider so eine blöde Form. Und dann habe ich mich entschieden, ah komm, wir probieren es mal mit Tiefenschiefer. Und ich finde, Tiefenschiefer gibt einen wahnsinnig coolen Kontrast zu diesem Andesitholz. Und ich glaube, das nehmen wir als Boden. Wir nehmen also auf jeden Fall polierten Tiefenschiefer hier drauf. Und hier an diesen Seiten habe ich nochmal so, ich glaube, das nennt sich Tiefenscheinfliesen. Die finde ich auch nochmal ganz nett. Und ich würde das zumindest unterhalb der Säulen gerne machen. Also an diesen beiden Stellen, hier dann die Fliesen reinhauen und an der anderen Seite eben erstmal mit den Tiefenschiefer, ja, polierten Tiefenschiefer arbeiten. Ich finde, das passt sehr gut. Ich würde es jetzt nochmal hier im, zeige euch das nochmal hier eben im Steinmetz hier nochmal anpassen. So vielleicht. Wo ist der polierte?
muss ein bisschen runterscrollen und das dann hier nochmal verlegen und so den Boden auslegen. Wir können dann auf der anderen Seite, je nachdem wie ich das dann gestalte, auch nochmal mit anderem, mit dem Akazienholz hier ein bisschen mehr arbeiten, auch vielleicht mit den Stämmen oder sowas. Da schaue ich mir das nochmal an, aber jetzt erstmal passt es, glaube ich, ganz gut zum Gesamtkonzept dieser Trading-Station mit integriertem Lager. Ich finde, insgesamt ergibt das schon ein schönes Gesamtbild. Ich würde hier gerne nochmal die Wände anpassen, dass das hier ein bisschen schöner aussieht. Können wir vielleicht auch nochmal mit dem Holz machen, vielleicht auch hier mit den Tiefenschieferfliesen, ich weiß es nicht, dass man hier sich auch nochmal so ein bisschen die Sachen anguckt. Und Mensch, stehen die alle auf der Wiese. Das ist dann alles nochmal so ein bisschen optisches Dazutun. Genau. Ich denke, so passt es insgesamt. Es gibt ein gutes Bild. Wir haben es ganz gut ausgeleuchtet. Es wird nicht zu dunkel. Schwarzstein wäre jetzt vielleicht einen Tick zu dunkel gewesen. Aber ich finde einfach den Kontrast nochmal zu dem Akazienholz. Wir haben das Akazienholz auch hier noch, als wie wir es oben gemacht haben. Wir arbeiten mit dem Tuff und haben ja eigentlich eine ganz nette Geschichte erstmal mit dem Lager. Wir können dann hier vor Schilder machen. Wir können Rahmen machen. Letztendlich ist das erstmal gar nicht so entscheidend, die ganzen Kisten hier zu beschriften. Hauptsache, wir haben erstmal genug Stellplatz für das, was ich alles an Zeug jetzt schon angesammelt habe in der letzten Zeit. Dazu müssen wir jetzt auf jeden Fall noch ein paar Bäume fällen. Ich muss mir noch Gedanken machen, wie ich das hier mache. Ich würde es tatsächlich erstmal zubauen. Die Idee ist ja, hier das Lager komplett zu haben. Ich muss mal den Mineingang mache ich mir da noch schön. Ich würde das auch gerne ein bisschen grundsätzlich ein bisschen auffälliger haben, als wie es jetzt im Moment dargestellt ist, dass man nicht nur so einen einfachen zwei breiten Durchweg hat, sondern das schon noch ein bisschen schicker aussieht. Genau, man könnte auch sagen, wir nehmen diesen Mittelgang hier und machen das weiterhin in diesem polierten. Das wäre vielleicht auch eine Idee, oder? Schaut man nicht in dem Andesiton, sondern hier, dass das hier einfach der Weg ist und wir das hier auch noch in dem Stil machen, so ein zweier Durchgang in der Mitte. Und dann machen wir es auf der anderen Seite auch ähnlich wie hier und gehen damit noch ein Stück weiter raus. Na ja, auch eine gute Idee. Bin ich gerade am Überlegen, ob ich das vielleicht sogar mache. Je nachdem, wie wir die Farmen hier anlegen, könnte das auch nochmal ganz cool aussehen. Dafür sollte mir auf jeden Fall noch was einfallen. Das Lager ist jetzt fertig. Ich habe jetzt tatsächlich es geschafft, nochmal ein bisschen Tuff zu farmen, nochmal ein bisschen Holz zu farmen und nun ist es einigermaßen fertig. Die Kisten sollten es auf jeden Fall erstmal reichen für ein anfängliches Lager. Das ist jetzt immer noch nicht krass. Also wir hatten auf dem letztjährigen Server natürlich schon deutlich größeres Lager, aber so ist es erstmal vollkommen in Ordnung. Wir haben auf jeden Fall uns deutlich vergrößert. Ich werde jetzt nochmal demnächst schauen, dass ich noch ein bisschen eine Idee finde, wie wir die Decke gestalten können. Die Wände müssen noch gestaltet werden. Die Rückseite, wie gesagt, soll offen bleiben. Ich muss das insgesamt dann aber noch, dann würde ich sagen, erst machen, wenn ich auch weiß, was hier mit den Farmen passiert. Wie ich die genau baue, das muss ich mir dann halt nochmal im Singleplayer ruhig anlesen, wie ich das brauche. Vielleicht brauchen wir dann nochmal ein bisschen Matsch und sowas. Also ich guck mal, wie wir es genau hinpacken machen. Das wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, das Ganze hinter Glas zu packen, zu schön zu beleuchten, vielleicht mit Glowstone oder mit den Pilzlampen, da werde ich mir dann was einfallen lassen, sodass dann schick aussieht. Vielleicht nehmen wir auch die Kupferleuchten, die passen ja vom Stil her auch mal hier dazu, wir könnten eventuell mal mit denen arbeiten, das ist ja auch ein neues Item, das könnte ich mir auch nochmal ganz gut vorstellen. Die hätten wir theoretisch auch hier einarbeiten können, in die Balken. Oh, das finde ich eigentlich auch nicht so verkehrt, ne? Aber da überlege ich mir noch was. Aber vielleicht machen wir das dann auf der Seite für die Farm. Okay, das erstmal dazu. Das Lager ist soweit also erstmal fertig. Dann gibt es dann irgendwann, denke ich mal, den nächsten Teil. Ich werde jetzt erstmal in Ruhe versuchen, erstmal alles einzuräumen. Das Ganze ein bisschen umzuplatzieren. Hier so ein bisschen das Lager, wie gesagt, aufzulösen. Alles langsam mal unten reinzuräumen. Und dann eben hier mal hier ein bisschen auszumisten. Ich werde das Bett hier stehen lassen. Wir werden noch den Kasten hier stehen lassen. Wir werden erstmal die Werkstatt hier drin lassen. Alles, was so an Gerätschaften ist, bleibt erstmal hier stehen. Das werde ich jetzt erstmal nicht wegräumen. Und das werde ich jetzt noch nicht hier runterräumen. Und ja, so ist es erstmal ganz nett. Ich bin zufrieden. Und ich finde es ganz schick geworden. Mal was mit Stein. Der Tuffstein gefällt mir super gut. Ich finde die neue Textur, macht sehr viel Spaß zum Bauen. Hat hier auch in diesen Ziegeln hier eine schöne Tiefe. Da kann man richtig schöne Sachen bauen. Werde ich wahrscheinlich dann auch noch mal ein bisschen benutzen, wenn es dann mal an unsere erste Base geht, die ich gerne bauen möchte. Vielleicht nehmen wir dafür auch noch ein paar Sachen. Aber dazu dann mehr. So, die Mine habe ich jetzt übrigens hier auch angelegt. Ich habe jetzt erstmal so einen Wendelgang hier runter gebaut, damit man hier wieder in diese Mine kommt. Das wird dann alles noch mal irgendwann schöner. Ich finde es halt jetzt im Moment nicht besonders schön. Aber so funktioniert erstmal.
Und hierfür überlege ich mir auch noch was, was wir darunter machen. Ich glaube, grundsätzlich wäre es, glaube ich, gut, wenn wir das hier auch aus Akazien machen würden, die Zäune. Und das dann hier vielleicht auch, wie hier mit diesem schwarzen Stein machen. Und hier vielleicht einfach die Wände in diesem Stil hier machen. Wir hatten das hier oben, glaube ich, auch. Ich glaube, das passt am besten, wenn es dann hier ist. Ich mache mir das, werde das nochmal ganz kurz machen und dann zeige ich euch nochmal das Ergebnis. So, da ist es fertig. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen die Wände ausgestaltet. Hier habe ich, wie gesagt, wieder den Tiefenschiefer genommen, den wir hier schon haben. Und man sieht schon hier, dass das in der Oberwelt schon wieder ganz anders wirkt und viel heller wirkt, als es noch hier unten wirkt. Gibt aber einen schönen Kontrast hier zu dem Tuff. Passt aber, finde ich, auch gut zusammen. Wir haben hier unsere polierte Tufftreppe. Wir haben das jetzt mit Akazienholz gemacht. Die Trapdoors lasse ich hier. Wir könnten theoretisch die Akazien-Trapdoors verwenden, aber ich finde eigentlich ganz angenehm, dass das hier noch in diesem Eichenstil ist, weil die meisten der Workbenches auch dementsprechend ist. Und ich finde, wenn man das mal ausklappt, sieht das einfach auch netter aus. Normalerweise kann man die auch von oben dran machen, aber passte jetzt in unserem Fall eher weniger. Trotzdem finde ich das so ganz nett. Wir haben die ganzen Workstations und hier haben wir jetzt auch eine schöne einen schönen Eingang hier in unser Lager. So habe ich mir das vorgestellt. Wir kommen hier gut rein. Hier ist alles soweit erstmal beformt und dann würde ich sagen, haben wir es jetzt auch wirklich geschafft. So. Das also wirklich sagt mein Lagerbau, jetzt sammle ich hier noch die restlichen Sachen rein, werde mal das ganze Lager umziehen. Und unsere Workstation ist sozusagen meine Attraktion reicher geworden mit einem kleinen Lager darunter. Finde ich, ist wirklich eine kompakte Geschichte geworden. Gar nicht vorgeplant. Ist wirklich so ein bisschen nach und nach entstanden. Und das ist ja auch etwas, was Minecraft, finde ich, auszeichnet, was auch echt Spaß macht. So Sachen dann irgendwie ein bisschen zu erweitern. Normalerweise bin ich eher der Typ, der sich so einen Plan macht, der sich das Ganze irgendwie vorbaut, aber das ist jetzt wirklich mal aus dem kreativen ich baue einfach mal los entstanden. Und ja, klappt anscheinend auch ganz gut, wenn man es mal so macht. So, gut, also wir sehen uns im nächsten Video. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Sonst gibt es ja weniger Abmoderation, aber ich bin gerade alleine auf dem Server, deswegen kann ich das jetzt mal entspannter machen. Schaut gerne die anderen Videos rein in der Playlist. Es wird auch live gestreamt, Minecraft. Wie gesagt, immer freitags, sonntags und montags sind wir auch live auf Twitch zu sehen. Dann streame ich von so einem Server. Und ja, schaut gerne mal rein, wenn ihr Bock habt, die zu sehen, was hier noch so alles passiert. Bisher finde ich, ist es doch ganz nett auf dem Server. Es sind viele Leute unterwegs, wir bauen viel, es wird viel gemacht und getan, wir kommen gut voran. Ist auf jeden Fall mal ein Blick wert, würde ich sagen. Genau. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.